Haltestelle Paracelsusbad in Reinickendorf. Sie sind angewiesen auf den Ersatzbus. Ich würde gerne nach Hause. Und die S-Bahn fährt ja leider nicht. Ich komme aus Hennigsdorf und von mir gibt es keine andere Möglichkeit, sonst in die Stadt zu kommen. Ich weiß nur nicht wann. Ja? Es gibt keine festen Abfahrtzeiten. Wenn er kommt, dann kommt er. Alle 20 Minuten soll hier eigentlich ein Ersatzbus kommen. Aber hier hält immer wieder nur der reguläre Linienbus, der ihnen nicht weiterhilft. Und es sieht hier auch nicht nach Ersatzbushaltestelle aus. Steht nicht dran, Ersatzbus oder so. Muss man gucken, wenn man ihn irgendwo sieht und dann zu der Haltestelle rennen, wo er abfährt. Und dann kommt tatsächlich einer, ein Ersatzbus. Ob sie da mitfahren können? Wir machen Pause, glaube ich. Pause? Wir machen Pause, ja. Okay. Leider nein. Der Busfahrer macht erstmal Pause. Keiner weiß, wie lange. Und jetzt? Da hinten steht noch ein Bus. Der macht aber auch Pause. Es ist für sie nicht einfach, heute zum Ziel zu kommen, auch wenn es Ersatzangebote gibt in ganz Berlin. Um Außenbezirke trotz Streiks an die Innenstadt anzubinden, fahren auch einige S-Bahnen im 20-Minuten-Takt. Die S3 zwischen Ostbahnhof und Erkner, die S46 zwischen Schöneberg und Königs Wusterhausen, die S5 zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof und die S9 zwischen Friedrichstraße und Flughafen. Und auch der planmäßige Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten fährt trotz Streiks. Zusätzlich wird ein Ersatzverkehr mit Bussen auf folgenden Linien angeboten. Zwischen Südkreuz und Blankenfelde im 10-Minuten-Takt, zwischen Lichterfelde Ost und Teltow Stadt auch im 10-Minuten-Takt und zwischen Hennigsdorf und Paracelsusbad im 20-Minuten-Takt. Eigentlich also alle 20 Minuten. Hier hält stattdessen wieder der 122er, schon zum vierten Mal, seit Sie hier warten. Was ist jetzt eigentlich mit dem Busfahrer, der hier Pause macht? Ich habe schon überlegt, ob ich mal anklopfen gehen sollte. Einen auf unhöflich machen. Und als er dann schon fast einen auf unhöflich macht, nach fast 40 Minuten warten, passiert Folgendes. Er fährt los. Okay, es geht los. Es war so klar. Immerhin, er schafft es noch rechtzeitig zum Ersatzbus, der sie alle endlich nach Hennigsdorf bringt.